ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mir gedacht, heute mache ich mal ein Alltags-Make-up bzw. meinen so Everyday-Look, wenn ich mich schminke, wie ich mich dann meistens schminke. Und ich denke, wir können direkt auch starten. Als erstes benutze ich immer eine Tagescreme. Ich benutze hier die Hydra Genius von L'Oreal. Denn die ist sehr feuchtigkeitsspendend. Und die arbeite ich dann immer in meine Haut einmal kurz ein bisschen ein und lasse das dann einfach ganz mal einziehen. Denn ich beginne immer mit meinen Augenbrauen, denn ich umrande meine Augenbrauen und deswegen beginne ich immer mit meinen Augenbrauen. Also ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt. Das erste, was ich immer mache, ist, dass ich meine Augenbrauen einmal durchkämme. Und dann nehme ich mir das Dip Brow von Anastasia Beverly Hills. Und umrande sie und fülle sie dann aus. So sieht meine Braue jetzt aus. Ja, und das Ganze mache ich dann noch auf der anderen Seite. So, weil es gerne mal solche Stellen wie hier oben gibt, wo man mal ein bisschen zu hoch malt oder so, umrande ich meine Augenbrauen jetzt noch mit einem Concealer ganz einfach. Ich nehme mir dafür also einen kleinen abgeschrägten Pinsel und meinen Concealer und dann umrande ich sie ganz einfach. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt mit meinen Augen weitermachen, da ich aber heute nicht wirklich was mit meinen Augen mache, da wir so ein Alltags-Make-up schminken, mache ich heute mit meinem Gesicht. Ich prime immer mit einem Pore-Refining Primer, also mit einem porenverfeinernden Primer. Und heute benutze ich von Catrice den Prime & Fine. Ich finde den sehr gut für die Drogerie. Ich finde, es gibt zwar bessere in der Drogerie auch noch. Aber für den Preis, für 5 Euro glaube ich kostet er, finde ich ihn schon sehr gut. Also ich arbeite ihn immer so in kreisenden Bewegungen in meine Poren halt ein, besonders auf der Nase und besonders auch auf meinen Wangen. Ein bisschen noch auf dem Kinn immer, da ich hier auch ein paar größere Poren habe und ein bisschen was auf meiner Stirn. Da das ja ein Alltags-Make-up ist, habe ich immer etwas Prime, wie sagt man das, habe ich immer einen Primer dabei, der langanhaltend macht. Und da gibt es ja von Niki Starrits, die hat halt immer den Aftershave Balsam benutzt, von Nivea, den benutze ich auch immer. Aber ich benutze unter anderem auch diesen, das ist eine Probe gewesen, es funktioniert genauso wie der Aftershave Balsam, meiner ist nun momentan alle, weshalb ich halt dieses gesichtspflegende Gel für Männer benutze. Also ich würde euch halt diesen Aftershave Balsam empfehlen von Nivea für Männer, da der halt als zweites, also als zweitmeistes Produkt Glycerin drin hat und Glycerin macht das Ganze ein bisschen klebriger, wodurch die Foundation besser dran haftet. Weil ich immer komplett matte Foundations trage, da ich eine sehr ölige Haut habe und ich auch ein bisschen Glow von innen möchte, benutze ich von Catrice die Galactic Highlighting Drops. Ich gebe mir einfach nur auf das Gesicht und dann arbeite ich das mit meinem Beauty Blender noch ein bisschen ein, um ein bisschen Glow von innen noch für meinen für meine Foundation zu geben. Und jetzt trage ich meine Foundation auf. Ich benutze heute die Made to Stay Make-up 24 Stunden von Catrice in der Farbe 015 Vanilla Beige. Und das trage ich mir einfach direkt auf mein Gesicht auf. Dann arbeite ich das erstmal mit meinem Beauty Blender ein. Und
meinen Concealer auf. Da benutze ich immer, also eigentlich immer den Fit Me Concealer. Ich benutze erst Nummer 5, um so ein bisschen zu highlighten. Besonders halt direkt unter den Augen, auf der Nase und am Kinn. Und dann benutze ich die Nummer 10, die halt ein bisschen gelbstichiger ist, um einfach noch so ein bisschen mehr zu concealen. Und vor allen Dingen auch hier, um von dem super hellen Concealer halt eine Transition zu meiner Foundation zu geben. Als nächstes setze ich mein Gesicht mit einem losen Puder. Ich benutze das Manhattan Soft Matte Loose Powder in der Farbe 1 Natural. Und gehe dann mit einem zweiten trockenen Beauty Blender einfach da rein. Verblende nochmal ein bisschen und dann gebe ich mir das unter meine Augen. Unter anderem auch auf meine Stirn, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe hier so eine Falte auf der Stirn und da creased es halt auch sehr, sehr gerne. Und dann gebe ich mir das lose Puder einfach auch auf die Stirn, um dort ein bisschen zu baken und das Creasen vorzubeugen. Meine Nase wird sehr, sehr schnell ölig, weshalb ich die auch ein bisschen bake. Also ich arbeite das lose Puder an meine Nase ein. Und das gleiche mache ich auch mit meinem Kinn. Allgemein arbeite ich das Puder schon sehr stark ein und dass halt wenig irgendwie überbleibt, dass ich wenig auch wegmachen muss nachher. Während das so ein bisschen einzieht, widme ich meinen Augen ein wenig. Dafür mache ich erstmal die Sachen, die sich in meiner Lidfalte abgesetzt haben. Die verblende ich nochmal ein bisschen. Dann nehme ich mir eigentlich irgendeinen hellen Lidschatten. Also beziehungsweise einen quasi hautfarbenen Lidschatten, mit dem ich dann mein Augenlid hätte. Dann das Einzige, was ich im Everyday, also im Alltag benutze für meine Augen, ist meistens ein orangestichiger, bräunlicher Lidschatten, den ich mir meine Crease ein bisschen verblende. Dafür benutze ich jetzt den W5 von BH Cosmetics. Das ist ein ziemlich fluffiger Pinsel und gehe in die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills und nehme da Burnt Orange und Orange Soda ein wenig und verblende das in meine Crease. Lediglich um meinen Augen ein wenig Dimension zu geben und das Ganze mache ich auch noch am unteren Wimpernkranz. So, wenn ich damit fertig bin, setze ich den Rest meines Gesichts. Ich benutze da immer irgendein standardmäßiges Puder, meistens einen ganz kleinen Tick heller als meine Foundation meistens ist, weil ja, irgendwie oxidieren die meisten Foundations auf meiner Haut ein wenig nach. Und damit mache ich auch gleich das Puder weg, was ich noch im Gesicht habe. Und dann ist mein Base schon fast fertig. Wir widmen uns jetzt noch Bronzer. Dafür benutze ich von Maybelline den Barbados Beach Please Bronzer. Und ich benutze meistens einen Stippling Brush zum Bronzen. Dann benutze ich je nach Laune irgendeinen Blush, den ich habe. Ich benutze die Catrice Defining Blushes sehr gerne, ich benutze aber auch die Essence Blushes sehr gerne. Ich habe jetzt hier den Multi-Matte Blush von Catrice und da gehe ich einfach rein, gebe den auf meine Apfelbäckchen an, die ich brauche, manchmal ein bisschen so, noch um einen natürlichen Flush dem Gesicht zu geben.
Das Einzige, wobei ich definitiv nie spare, im Alltag auch, ist Highlighter. Dafür sprühe ich meinen Highlighting-Brush mit einem Fixing-Spray ein wenig noch an. Und ich benutze meistens von Ofra den Rodeo Drive. Den habe ich mir im Internet bestellt. Und Highlighter ist wirklich so das, was ich am liebsten mit Ofra teile. Mit dem gleichen Highlighter highlighte ich auch noch ein wenig unter meine Augenbraue. Was kann ich nicht machen, als meine Augenwinkel zu highlighten. Denn dafür habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Das mache ich auch sehr, sehr gerne im Alltag. Und zwar sprühe ich einen ganz kleinen, feinen Pinsel mit ein wenig Fixing Spray an und gehe dann in die Subculture Palette und gehe in Electric rein. Das ist so ein, ja, wie soll man den beschreiben? Das ist ein gelblich-grünlicher Lidschatten, der halt so eine starke Reflexion hat. Um das Ganze noch ein bisschen mit zum Papa zu bringen, gehe ich noch mal ein bisschen in Cube rein. Der hat eher rosa reflektiert und gebe den in die Mitte. Und dann hat man so ein bisschen so einen Pop noch mal im Gesicht. Und dann fehlen nur noch Wimpern und Lippen. Ich tusche meine Wimpern ganz normal mit der Glam & Doll von Catrice. Eine Sache fehlt auch noch weiterhin, und zwar sette ich noch meine Augenbrauen. Ich mache das Setten immer ganz zum Schluss, weil ich finde, wenn man halt ganz viel Puder benutzt, dann hängt das alles in den Augenbrauen und sie werden heller, und deswegen sette ich sie zum Schluss. Das, was ich auf jeden Fall immer mache, ist eigentlich Wimpern aufkleben. Es sei denn, ich habe wirklich gar keine Zeit dazu, aber ich klebe eigentlich immer Wimpern auf. Am liebsten für den Alltag benutze ich die Leni Lashes in 130. Das sind Wimpern, die außen ganz dick sind und innen halt dünner werden. Und außen sind die halt doppelt auch gezogen. Das heißt, ich kann euch mal kurz eine Wimper zeigen. Die sehen halt so aus. Man sieht, dass die außen halt dicker sind, weil sie dort dunkler aussehen, weil dort mehr Härchen sind. Und die trage ich mir jedes Mal auf. Während mein Kleber ein wenig antrocknet, mache ich mit meinen Lippen weiter, und da benutze ich von Catrice den Epic Sex Proof Lip Ink in der Farbe Heat Wave. Das war eine Limited Edition. Und den trage ich mir ein bisschen auf und verblende den dann mit meinen Fingern ein wenig. Und wenn ich Lust dazu habe, benutze ich noch einen Lipgloss drüber. Und zwar den Love Lip Volumizer Plumping Serum Gloss. Das ist ein Plumping Gloss. Der soll dafür sorgen, dass deine Lippen ein wenig größer wirken. Dann trage ich mir noch meine Wimpern auf, wie gesagt. Nachdem ich meine Wimpern aufgetragen habe, ist mein Alltags-Make-up auch schon fertig. So, und ich habe vergessen, gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich vergessen habe, meine LKs zu drehen. Und ja, das ist der fertige Look. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal vielleicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.